Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr seht es schon im Titel, Kollege wurde geschlagen und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich wieder, Clickbait, dies, das, Ananas, aber bitte habt mal Geduld, meine lieben Damen und Herren, weil das Thema ehrlich gesagt sehr, sehr kompliziert ist und wir hier nicht im Video irgendwelche Sachen erfinden möchten oder irgendwas sagen möchten, was nicht so stimmt. Deshalb wollen wir uns mal die ganze Sache gemeinsam ansehen und ein cooler Abonnent hat sich auch bei mir gemeldet gehabt und hat mir sehr, sehr viele Informationen mitgegeben. Damit wir mal gucken, wie genau alles passiert. Und sagen wir mal so, es wird dementsprechend in Zukunft einiges passieren. Ja, das Video ist wie gesagt jetzt nicht ohne. Wir gucken uns mal das Ganze gemeinsam an. Vor ein paar Jahren hat Samarita und Kollege einen Beef gehabt, einen Streit und das Ganze ist wirklich mega eskaliert. Was ist da genau passiert? Gucken wir uns mal gemeinsam da an, Freunde. Vielleicht hat der eine oder andere das nicht gewusst. Hier sucht gerade Kollege unseren Samariter, ne? Er sucht ihn in dem Moment. Also ist mir ja schon ein bisschen peinlich, dass ich hier den ganzen Tag jetzt mir hier opfer, um den kleinen Rotzlöffel zu suchen. Es ist mir wirklich peinlich. Einen jungen, kleinen Kerl, der in seiner Ungestümtheit da versucht, so ein bisschen sich an mir hochzuziehen, das ist nicht der Erste. Und eigentlich könnte man es ignorieren, aber nach einer Woche... Ich bin ein großer Krieger. Komm doch her, selbsternannter Boss. Ja, komm, dann machen wir im Rahmen der Gönjamin-Wochen halt so eine Aktion. Dann suche ich dich halt. Eins gegen eins. Du willst es ja nicht anders. Du hast mich eingeladen. Ist schon heftig, Freunde, weil ihr müsst euch vorstellen, Kollege war eigentlich derjenige, der ja, wie soll ich sagen, also Samariter so eigentlich bekannt gemacht hat, aber irgendwie haben sich dann beiden doch gebieft. Und Samariter, muss man ehrlich sagen, ist schon ein sehr, sehr talentierter Junge. Muss man ehrlich sagen. Und hier wird auch das wahre Gesicht von Kollege ein bisschen emporgehoben. Also hervorgehoben. Emporgehoben, Digga. Hervorgehoben. Aber gucken wir weiter. Gucken wir weiter. René. Und egal, wen du da holst, egal hinter wem du dich... René ist Samariter. Genau. Versteckst, du weißt genau, was ich meine. Am Ende läuft es auf jeden Fall sowieso darauf hinaus, du und ich. Du hast es so gewollt. Jetzt hast du den selbsternannten halbkanadischen Boss an der Backe. Mein Lieber. Da helfen dir auch keine Statements mehr. Und ich weiß, viele da draußen planen jetzt überhaupt nicht, um was es geht und fragen mich, was kümmerst du dich überhaupt um so einen Scheiß-Boss? Aber für euch mal, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben, da hat der Jiggy vor 2-3 Wochen ein Video hochgeladen, das habt ihr alle mitbekommen, da fickt er irgendeine Frau und sagt, es ist die Mutter von Samariter. Das ist natürlich eine Grenze, die überschritten wird, hinter der ich überhaupt nicht stehen kann. Vor allem nicht, wenn dann noch das ist Alpha gerufen wird in dem Scheiß. Ne? Ist klar. Aber es ist passiert, ich stehe nicht dahinter, ich distanziere mich davon und habe Jiggy auch dazu bewegt, auch ein Statement zu machen. Er hat sich auch dafür entschuldigt. Trotzdem war dann irgendwie ein Statement von mir in letzter Zeit, wurde mir so gedreht von dem kleinen Samariter, als ob ich da mich hinter das Video stelle, obwohl ich mich da ganz klar von distanziert habe. Der will natürlich nur Promo für sein Album machen, der kleine Rotzlöffel. Aber... dann soll er die Promo auch kriegen. So, ich habe jetzt eine Woche versucht, dich zu kontaktieren, um das Ganze noch einigermaßen friedlich zu lösen, René. Auch aus Respekt vor einigen Leuten, die ich kenne, aus der Gruppierung, der dein Vater angehört. Aber leider hast du abgeblockt. Du wolltest dich nicht stellen. Du hast große Fresse im Internet gehabt und du bist für mich ein kleiner Junge. Du weißt selber, was du für eine Maus bist, wenn du vor mir stehst. Wir haben uns 2-3 Mal getroffen. Aber wenn da keiner für Erziehung sorgt, dann muss es der halbkanadische selbsternannte Boss halt machen. Und klar, ich verstehe das alles. Das habe ich auch deinem Vater heute gesagt. Ich verstehe das, das geht gegen die Ehre, das ist eine Nummer zu viel. Gar kein Problem, deswegen habe ich mir das auch alles gegeben. Da kannst du gern irgendwelche Kiffermärchen erzählen, das ist ja gar kein Problem. Ich habe das Gespräch gesucht, ich wollte es friedlich noch klären mit dir. Wenn es dir wirklich darum gegangen wäre, aber um die Ehre, dann hättest du das angenommen. Dir geht es aber um die Promo für dein Album und die sollst du jetzt auch bekommen. Und da wollen wir mal sehen, ob es dir was bringt. Ich wünsche es dir auf jeden Fall, aber du musst dich irgendwann schon stellen. Jetzt hast du die Chance, dir den Hype abzuholen
Und stell dir mal vor, wie krass das wäre, wenn du jetzt tatsächlich gegen den großen, selbsternannten Überboss ein 1 gegen 1 gewinnst. Das Risiko würde ich mal schon mal eingehen. Da hast du auf jeden Fall mehr zu gewinnen als zu verlieren, weil mit den Rapskins wäre das sonst nichts. Ihr habt das gesehen, Freunde. Das ist mal das Erste, was von Kollega gepostet wurde. Daraufhin, meine lieben Freunde, hat Samariter sich gemeldet und hat dies erzählt. Kollege erzählt ja sehr, sehr oft davon, von einem 1 gegen 1. Dass es ein 1 gegen 1 zwischen Samariter geben sollte, aber Samariter erzählt uns das und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Leute, sammelt euch mal schnell. Ihr habt ja mitbekommen, Felix hat dicke Eier bekommen. Ist er mit 15 Leuten bei mir vor der Haustür? Felix, du kleiner Lutscher, offiziell bist du der größte Lutscher, den es gibt. Kommst mit. Also er beleidigt gleich Kollege, also Felix Blume ist ja Kollege. Kollege ist der Kunstname, Felix Blume der echte Name. Und hier wird auf einmal gesagt, Kollege steht mit 15 Mann vor Samariters Haus. Und Farid Benger hat ja letzte Zeit sehr oft den Bösemann kritisiert gehabt, dass er ja, oder was er kritisiert, es wurde Bösemann sehr oft kritisiert, dass er Klingelmännchen gemacht hat. Aber hier sehen wir auch, dass bekannte Rapper vor Haustüren anderer stehen und das auch nicht alleine, sondern mit 15 Mann. Ja, schon heftig. 15 Leuten nach Dortmund Wickede, so, bleib bei mir vor der Haustür, ich komme jetzt dahin gefahren, bleib bei mir vor der Haustür. So, mit deinen 15 Leuten, mit deinen Kanaken, mit denen du da bist. Ihr habt ja gesehen, Leute, in meiner Story, ich habe gepostet, dass ich beim Friseur bin. Der kleine Lutscher Felix kommt mit 15 Leuten zum Friseur. Ich habe auch ein Video, ich habe Material. Er ist gerade mit 15 Leuten bei mir vor der Haustür, wo ich mit meinem Vater und meinem Bruder lebe. Was für ein kleiner Lutscher bist du, Felix? Hä? Du hast vergessen, bei Tony Montana, wo lag der Kopf im Bett? Wer hat die Villa? Du, mein Freund. So, mein Freund, du bist einen Schritt zu weit gegangen. Auf jeden Fall, Leute, der kleine Lutscher ist bei mir vor der Haustür. Wir sehen uns. Ich komme jetzt dahin. Wallah, 15 Leute. Video kommt. Kleiner Opfer. Was für ein Opfer, ja? Ich komme jetzt. Ihr habt mitbekommen, Freunde, also die Situation hat früher komplett, ist komplett früher eskaliert, aber man sieht auch, dass der Überboss oder der Kollege anscheinend auch das Problem nicht alleine löst, sondern auch mit wirklich viel Mann kommt. Und ich bin nicht so der Freund davon, wenn es zwischen zwei Menschen ein Problem gibt, dass dann sehr viele Menschen, andere halt involviert werden und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber das Spannendste von allen und leider wurde diese Thematik nicht so oft in den Vordergrund gegeben, nämlich, dass unser Kollege, also der Überboss, geschlagen wurde. Also er hat eine Backpfeife bekommen bei einem Treffen mit Sadiqs Leuten. Und das erzählt uns jemand, genau, erzählt uns halt, wie das genau passiert ist. Freunde, die wollten irgendwie Frieden schließen, Kollege wollte nicht, daraufhin hat er eine Backpfeife bekommen. Ich erzähle euch nur, was alles im Internet auffindbar ist, was alles erzählt wird, weil auch wir jetzt auf die Thematik von jetzt kommen. Das alles ist ja vergangen gewesen, aber wie gesagt, Freunde, ich gebe nur das weiter, was ich sehe, kritisiert jetzt mich nicht als Person, sondern gucken wir uns einfach das Ganze gemeinsam an und lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Ich feiere selber Kollegas Musik etc. Er ist krank, na krank, und mit einem wie er würde ich mich niemals anlegen, Digga, da würde ich lieber aufhören, YouTube-Videos zu drehen. Aber gucken wir uns das Ganze mal an. Freunden. Da die Geschichte von Kollega übrigens. Schreibt mir hier von irgendwas eine Sache, die 10 Jahre alt ist. Guck mal, ich erzähle ganz kurz die Sache von Kollega. Ich habe sie noch nie erzählt. Noch nie. Weil ich ein Mann bin, habe ich sie noch nie erzählt. Ja? Also natürlich habe ich ein, zwei Mal gerappt irgendwas über Orschelle, weil er, Kollege damals mit Majo unterwegs war und die haben angefangen mich zu dissen. Obwohl ich diese Leute noch nie gedisst hatte. Und daraufhin habe ich erwähnt, wie ich ihm geholfen habe. Kollege hat sich mit mir getroffen, nach meinem Diss damals, Kalashnikov Flow. Und er ist gekommen. Ganz einfach, er ist gekommen. Ich stand gegenüber ihm, ich wollte ihm meine Hand reichen, er hat mir nicht die Hand gereicht, daraufhin hat er einen gefangen, ganz einfach. Glaubt ihr das, Freunde? Also stimmt das wirklich und gibt es dazu ein Video? Ja, und wer war derjenige, bei Allah, fragt ihn selber, wer war derjenige, nachdem er einen gefangen hat, der ihn vom Boden hochgezogen hat? Ich habe ihn hochgeholfen. Also er behauptet, dass er eine bekommen, also der Kollege hat eine geklatscht bekommen, er wurde sozusagen, boom, hat er eine mitbekommen. Und er
der gerade im Video zu sehen war, war derjenige, der ihm die Hand gereicht hat. Und wir sollten Kollega persönlich fragen, der kann das bestätigen. Ich glaube, Kollege wird niemals zugeben, dass das passiert ist. Das glaube ich, wenn das stimmen würde. Ja, ich war nicht derjenige, der ihn eine gegeben hat. Aber ich habe ihn hochgeholfen und zur Seite gezogen. Ja, und das wissen viele nicht. Und darüber habe ich noch nie geredet. Ihr seht, Freunde, was da herumschwirrt an Informationen und Videos, Freunde. Jetzt gehen wir mal auf das ein, was mir zugesendet wurde, nämlich auf Instagram, Freunde. Nämlich, leider war 2019 am Ende des Jahres, also Anfang 2020 für Rap, ist das gar nicht so lange her, weil ich behauptet habe, das Ganze ist ja schon 3-4 Jahre her, hat er gesagt, für Rap ist das nicht mal so lange her. Der junge Mann, der mir das Ganze zugesendet hat, kennt sich sehr, sehr gut mit der ganzen Sache aus und hat mir wirklich sehr viele Sachen zugesendet. Das war der Kollege von Samariter, der hat Kollege eine Schelle gegeben, also er redet über das Video, was wir gerade gesehen haben. Das wissen nicht viele, weil Kollege das gedreht hat und da er mehr Reichweite hatte, haben die Leute ihm geglaubt. Ist leider auch immer so gewesen, Freunde. Der mehr Reichweite hat, der mehr Relevanz hat, der wird immer gewinnen. Ich fand das nicht korrekt und habe verstanden, wieso Samariter auch danach Kollege nicht in Ruhe gelassen hat mit Songs, wo er ihn disst etc. Denke, Samariter wird Kollege dissen, zeige dir etwas, das war erst vor ein paar Tagen. Übrigens hat Samariter auf Instagram sein Profilbild geändert, jetzt sieht man Herkules und es wird anscheinend ein Song kommen, wo er auch nochmal gegen Kollege auspackt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Samariter hat sich jetzt vor ein paar Tagen gemeldet mit dieser Story, da hat er halt eine Fragerunde gemacht, da wurde gefragt, weißt du noch, als Kolle dich auf offenes Verdeck gedisst hat und Farid auf dem Song war? Dann hat Samariter gesagt, damals als der Song rauskam, fand ich es eher witzig, aber die Future-Partner nicht, da sie im Nachhinein in Problemen verwickelt wurden. Ich fand es ebenfalls nicht cool, weil ich davon ausging, dass die bewusst auf den Song draufkamen. War auf jeden Fall keine korrekte Art, dafür musste Kolle sich auch entschuldigen, weil die davon nichts wussten. Also mit anderen Worten, meine lieben Damen und Herren, hat Kollege den Samariter gedisst gehabt, er hat ihn gedisst gehabt, hat aber seinen Part erst im Nachhinein, Freunde, sozusagen gedreht oder gemacht. Und Asche und Farid Bang, die auch auf dem Song drauf waren, offenes Verdeck, wussten gar nicht von dem Part von Kollege, wo er Samariter sozusagen disst. Versteht ihr, was ich meine? Und Kollege musste sich dann im Nachhinein anscheinend bei Farid Bang und bei Asche entschuldigen, dass er das getan hat, weil sie doch Probleme bekommen haben. Samariter hatte erst vor kurzer Zeit angekündigt, dieses Jahr alle dissen zu wollen. Und auf seinen letzten Song Achilles, den ich sehr stark finde, hat er schon ordentlich ausgepackt, in dem ist auch Kollege gemeint. Er sendet mir auch einige Fotos, damit das auch alles aktuell ist. Das ist genau der Song gewesen, mit Farid Bang und Asche. Kollege Future mit Asche und Farid Bang. Auf den Song wird Samariter gedisst in Kollege seinem Part. Davon wussten aber Asche und Farid nichts. Als der Song rauskam, hat dann Samariter wahrscheinlich mit seinem Rücken das geklärt und Kollege hat sich entschuldigt bei Farid Bang. Seitdem kam nie wieder ein Diss gegen Samariter und Kollege darf Samariter nicht erwähnen. Genau, dann wurde gesagt nochmal, das meint Samariter damit und Samariter hat vor 6 Monaten einen Song rausgebracht, da hat er das erwähnt. Es wurde auch nochmal das erwähnt. Du kassierst eine Kugel, während ich mit Boris Tennis spiele. Überboss der Galaxy und mein Kammerdiener ist ein hammerlieber Junge, der sich reimt auf Langhaar Diva. Das sind so die Sachen, die mir zugesendet wurden, meine Freunde. Danach wurde mir nochmal ein Video zugesendet und mir gesagt, schau dir nochmal das Video an, das wurde erst vor 5 Tagen hochgeladen. Was ich dazu sagen möchte, meine lieben Freunde, ist, also Thema Kollege ist schon ein sehr, sehr großes Thema und was wir gerade mitbekommen haben ist, Kollege hasst Samariter übelst, man merkt das. Und er disst ihn, obwohl seine Future-Partner das nicht wussten und muss sich danach im Nachhinein bei denen entschuldigen, weil sich anscheinend andere Menschen eingemischt haben. Andererseits wusste ich gar nicht, dass Kollege geschlagen wurde, beziehungsweise eine Backpfeife bekommen hat. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen misstrauisch, ob die ganze Sache stimmt. Deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn einige Leute, die vielleicht mit der Thematik sich besser auskennen, mir privat auf Instagram schreiben würden,
Ja, ob das stimmt, ob das nicht stimmt, ich zeige euch nochmal meinen Instagram-Account, Freunde. Das ist mein Instagram-Account. Schreibt mir da nochmal privat, dann können wir nochmal darüber diskutieren. Ansonsten ist die Thematik wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube, der Kollege hat auch wirklich einiges am Stecken, das wir vielleicht nicht wissen. Deshalb würde ich mich wirklich, wirklich sehr, sehr freuen, wenn einige mir privat Informationen mitgeben und mir Bescheid geben. Da können ein paar Videos kommen. Ansonsten würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, mich weiterhin supportet und auf diesem Weg unterstützt. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Damen und Herren, wenn es wieder mal heißt, Egyptian is Daddy Loose. Peace.